grüße euch. Guten Tag. Ja, oder was geht? Hier ist wieder Tobi. Wir sind zurück bei Pro Evolution Soccer 2016 in unserer Karriere mit dem SV Werder Bremen. Und heute, ja, beste Grafik. Also, Moment der Wahrheit. Heute das Derby der Derbys. Der SV Werder Bremen gegen den Hamburger Sportverein. Also, es geht heute wirklich um alles. DFB-Pokal, wir haben da letztes Jahr ein paar nicht so tolle Erinnerungen. Aber ja, wir gucken mal kurz, mit welcher Mannschaft wir das Ganze heute angehen werden. Übrigens, ja, vorerst ohne Kamera. Schuld sind Gründe. Ja, und wir gucken mal. Also, ja, die Aufstellung, doch, das sind die Mannen, die es richten sollen. Also vorne Berkius, Origi und Miralasch. Und ja, na gut, Burgstadion eigentlich nicht. Na egal, lassen wir uns davon jetzt nicht berühren. Also, DFB-Pokal. Werder Bremen gegen den HSV. Wir stellen nochmal die Aufstellung ein. Primärtaktik, da, genau. Origi, Miralasch, Berkius, das sind die, auf die wir achten müssen. So, würde ich sagen, müsste es passen. Wir gucken mal bei den Hamburgern. Ja, also, das ist deren Aufstellung. Vorne natürlich Pierre-Michel Lasogga. Holpi als Zehner. Naja, wir gucken mal. Also rein in die Partie. Es wird definitiv nicht einfach. Wir dürfen den HSV auch nicht unterschätzen oder so. Und es steht vor allem wirklich einiges auf dem Spiel bei dieser Party. Vor heimischem Publikum im Weserstadion, nicht im Burgstadion. Davon lassen wir uns nicht beirren. Also, die Mannschaften sind auf dem Platz und die Stimmung hier ist großartig. Also, wer erwischt heute das glücklichere Händchen und zieht in die nächste Runde des DFB-Pokals ein? Das ist ja jetzt die zweite Runde und ja, ich würde sagen, wir gehen rein. Also, Werder Bremen in grün-weiß von links nach rechts und wir schauen mal, was uns also in dieser Partie erwartet. Bin noch mal gespannt, wie der HSV hier spielt. Ob die eher defensiv das Ganze angehen oder ob die wirklich offensiv spielen. Wir schauen mal. Westergaard gewinnt hier das Kopfballduell. Diaz, der Relegationsheld. Aber Holtby verliert die Murmel. Holt die sich aber unmittelbar danach wieder zurück. Garcia gegen Katscha. Garcia lässt den Ball ins Aus. Macht da sehr gut. Einwurf für wer? Sehr. Und den wirft Garcia einmal zur Eckfahne. Okay, was war das? War auf jeden Fall nicht gewollt. Die Ecke Wiedwald ist da. Kann das Ding raushausten. Katscha wird nicht attackiert. Der Ball immer noch nicht geklärt. Barbaro. Aber auch der kriegt den Ball nicht entscheidend nach vorne. Jetzt wäre er mit dem Konter. Dirovok Origi. Das war abseits, oder? Ja, es war abseits. Der Pfiff des Schiedsrichters. Gucken wir mal. Ja, Dirovok Origi hier. Ziemlich deutlich im Abseits. Schade, wäre eine gute Möglichkeit gewesen. Aber zumindest mal ein Ansatz der Bremer nach vorne. Also es gibt hier keine Mannschaft, die eindeutig überlegen ist nach 8 gespielten Minuten. Jetzt aber Nikolai Müller! Und da muss Wiedwald hin! Eine erstklassige Chance für den HSV. Also die haben jetzt ihre erste 100%ige. Nikolai Müller, der an Wiedwald gescheitert ist. Jetzt Dirovok Origi. Kommt er daran? Nee, leider nicht. Schade. Aber Bremen macht trotzdem Druck nach vorne und bemüht sich hier eine Antwort zu finden auf das Spiel des Hamburger Sportvereins. Die das aber wirklich nicht schlecht machen. Nächster Versuch. Katscha. Bleibt am Ball. Katscha, Luis Holtby, aber erreicht das Leder nicht mehr rechtzeitig und so ist Wiedwald zur Stelle. Also turbulente Anfangsphase in dieser Partie. Eine Viertelstunde ist jetzt gespielt und der HSV kommt einem hier leicht überlegen vor. Die Bremer hatten noch nicht diese eine 100%ige Chance, aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Schauen wir mal, inwiefern Werder das hier schafft, sich zu fangen und eine Antwort zu finden. Westergaard, Junusovic, der Österreicher. Valenzuela sieht Kevin Miralasch draußen, aber auch der wieder in illegaler Position. Ja, hier sehen wir es. Da war er ein bisschen zu schnell unterwegs im unerlaubten Bereich. Richtige Entscheidung vom Assistenten.
Gálvez gewinnt das Kopfballduell, kann allerdings nicht entscheidend klären. Erneut Kutscher, der den Ball da draußen auf der rechten Außenbahn bekommen soll. Aber Valenzuela arbeitet mit nach hinten, läuft den Ball ab, gibt Abstoß für Werder Bremen. Den es hier noch nicht gelingt, nach vorne zwingt, die Chancen zu kreieren. Vielleicht jetzt Santiago Garcia mit einem Anlauf. Kein Foul, sagt der Schiedsrichter. Alles fair, ermöglicht das dem HSV die Konterchancen. Nela Soga kommt da nicht dran. Westergaard, dann ist das auch kein Foul. Auch das lässt der Schiedsrichter laufen. Jetzt Divock Origi, aber wieder zu unpräzise der Pass von Zlatko Junusovic. Also es ist in allen Fällen ein hektisches Spiel. Es ist jetzt hier nicht so, dass eine Mannschaft das hier abwartend spielt oder so. Beide Mannschaften spielen mit offenem Visier. Und das ist für den neutralen Zuschauer bestimmt ganz interessant. Gálvez, robust, aber fair, holt er sich diesen Ball wieder. Miralla, gut gesehen, der Raum da drüben von Valenzuela. Leider auch dieser Ball abgelaufen. Den Bremern gelingt es nicht, diese Steilpässe nach vorne wirklich an den Mann zu bringen. Das will bisher noch nicht klappen. Foul an Junusovic und da gibt es die erste gelbe Karte der Partie. Nikolai Müller holt die sich ab. Gucken wir nochmal drauf. Foul an Valenzuela. Ja, futscht da in den Mann. Ball war schon lange weg. Gelbe Karte des Schiedsrichters ist, denke ich mal, gut. Denn damit beruhigt er das Spiel jetzt natürlich ein bisschen. Es droht hier sehr hektisch zu werden. Natürlich, bei so einem Nordderby sind die Gemüter da natürlich erhitzt. Da schaukelt sich schnell mal eine kleine Sache hoch. Dieses Foul an Westergaard dürfte sich auch nicht hochschaukeln. Das war fair. Nochmal ein Versuch der Bremer über Kevin Miralla. Schon den haben wir heute noch gar nicht so viel gesehen. Miralla, die Flanke, das Origi! Schade. Aber nach langer Zeit jetzt mal wirklich wieder ein konsequenter Abschluss der Bremer. Origi kriegt den Ball da leider nicht mehr aufs Tor. Und so gibt es Abstoß für den HSV. Also, es geht hier hin und her. Ich würde jetzt nicht sagen, dass eine Mannschaft hier eindeutig dominant ist, aber der HSV hat auf jeden Fall gewisse Vorteile. Und da haben wir gerade wieder gesehen, warum bei Bremen da nach vorne ein gewisses Präzisionsproblem hat und da nicht so kreativ umgeht mit den Chancen des Bälleverteilen. Das klappt also nicht. Hier haben wir es wieder gesehen. Wieder so ein ganz unnötiger Ballverlust, der die Werderaner da in die Bredouille bringt. Und wieder. Also man kann ja wirklich fast eine Strichliste führen. Und man wird immer mit den Strichen weitermachen können. Denn Werder ist hier wirklich bei jedem Pass nach vorne absolut verunsichert, kann man fast schon sagen. Jetzt Origi holt sich den Ball wieder, aber schade. Kommt nicht weiter nach vorne. Barbaro. Diaz. Mit dem Ball nach vorne, da ist Holtby. Uiuiuiuiui, was macht denn da Gálvez? Und dann ist Wiedwald da gar nicht drauf vorbereitet. Geht gerade noch so gut. Katscha, Situation ist noch nicht vorbei. Die Flanke, Westergaard. Nochmal Müller, Barbaro. Barbaro hat da viel Platz, schießt. Der ist drin! Tor für den HSV. Und da sah Wiedwald auf den ersten Blick nicht gut aus. Hat vorhin Bremen noch im Spiel gehalten. Und so ein Ding lässt er dann jetzt rein. Allerdings nicht 100% Schuldzuweisung da an den Keeper. Da ist vorher vieles falsch gelaufen. Westergaard köpft den Ball raus. So. Und dann ist es Junusovic, der den Ball nicht konsequent geklärt bekommt, sich dann hier wirklich ganz leicht austänzeln lässt. Und dann Barbaro, der viel zu viel Freiraum hat, zum Abschluss kommt. Und dann, ja, also Wiedwald darf den natürlich halten. Hier sehen wir es nochmal. Hier kommt er an den Ball. Junusovic ist da überhaupt keine Gegenwehr. Gálvez und Westergaard stehen sich da nur auf den Füßen rum und Wiedwald muss den halten. Ein Zusammenkommen vieler unglücklicher Umstände hier nach 46 Minuten. Dieser psychologisch oftmals als wichtig beschriebene Zeitpunkt ergreift für den HSV Halbzeit. Und zwar durch dieses späte Tor im ersten Durchgang seitens der Gäste. Und Bremen liegt jetzt hier zurück.
man ist nicht so eindeutig unterlegen, aber es hat sich durchaus angedeutet, weil der HSV nach vorne ein bisschen gefährlicher wirkte und die Bremer da zu viel Präzisionsprobleme haben und den Ball nicht an den Mann bekommen. Jetzt gucken wir mal, wie das im zweiten Durchgang wird. Die Bokorigi holt sich den Ball zurück, aber verliert den leider sofort wieder an die Hamburger. Holpi gegen Garcia. Das lösen die Bremer nicht ganz so ohne Risiko. Westergaard, auch er verliert den Ball. Fokir. Miralasch mit Junusovic. Wieder Miralasch. Schickt mal Fokir auf die Reise. Der könnte flanken. Er nimmt nochmal Miralasch mit. Und der geht zu Boden. Kein Foul. Und der HSV wieder im Ballbesitz. Also Bremen gelingt es hier noch nicht, direkt nach der Halbzeit wieder zu antworten. Der HSV versucht es jetzt kontrolliert zu spielen. Will diese Führung verwalten. Und die Bremer müssen natürlich irgendwann. Also es ist ein Pokalwettbewerb. Und da geht es dann schon um einiges. Und die Zeit wird da ein größerer Feind für Werder sein als jetzt in einem Bundesligaspiel. Junusovic mit Divock Origi. Draußen Miralasch. Jetzt vielleicht mal. Kevin Miralasch zieht in die Mitte. Da hinten ist Zlatko Junusovic. Origi nochmal. Aber abseits war er schon gepfiffen. Gucken wir mal. Ja, knapp, aber richtige Entscheidung, würde ich meinen. Bin aber fast geneigt zu sagen, dass der Ball von einem Hamburger kam. Naja, gut. Wollen wir da jetzt nicht weiter drauf rumhacken. Westergaard holt sich den Ball wieder und dann ist der Ball eben sofort wieder weg. Man müsste mal wirklich die Sekunden zählen nach Bremer Ballgewinn, wie lange sie jetzt wirklich die Murmel im eigenen Besitz halten und damit wirklich effektiven Raumgewinn machen. So. Ja, aber das müsste der Schiedsrichter abpfeifen, genau. Also hat den Vorteil abgewartet, aber hier sehen wir das Foul an Fokir von Diaz. Ja, aber ganz eindeutig. Richtige Entscheidung vom Schiedsrichter, das abzupfeifen. Fokir führt den Freistoß aus. Hat jetzt mal ein bisschen Platz, Fokir. Da ist Junusovic, Zlatko. Junusovic, aber eine überragende Parade. Der ist zu zentral gewesen von Zlatko Junusovic. Den kann er machen. Bisschen mehr als eine Stunde gespielt. Die Bremer werden allmählich ein bisschen besser. Miralasch kommt nicht zum Kopfball. Also der HSV ist gewarnt, darf sich jetzt hier nicht die ganze Zeit ausruhen. Im Gegenteil, die Bremer drücken, wollen unbedingt dieses 1-1 haben. Und das wollen sie nicht erst zur 90. haben, das wollen sie jetzt schon haben. Die Flanke, Westergaard ist da. Macht er sehr gut, Junusovic. Ah, der Ball kommt nicht an bei Valenzuela. Die Flanke geht ins Aus. Also, Abschluss für Werder. Das Spiel kommt wieder ein bisschen zur Ruhe und es gibt einen Wechsel. Jung kommt für Gojko Kaccha. Ich überleg mal, wir wechseln vielleicht auch mal, oder? Ja, komm. Wen bringen wir mal? Öztunali für Valenzuela ist, denke ich, ganz gut. Ein bisschen junges Blut einwechseln. So, also schauen wir mal, inwiefern Öztunali das Spiel dann nochmal beleben kann. Diaz im Kopfballduell gegen Miralasch und Diaz gewinnt es. Miralasch, wo ist der Raum? Da ist Öztunali, aber geht nicht konsequent zum Ball. Na, das ist ja ein super Start. Aber er holt ihn sich wieder. Öztunali mit Berkius. Vielleicht jetzt mal die Chance. Öztunali kriegt den Ball auch wieder. Zieht in die Mitte Öztunali. Da ist Divock Origi, aber der Schuss leider abgeblockt. Wenn der aufs Tor kommt, kann es gefährlich werden. Aber dieser letzte Zwang, diese Dringlichkeit, das Tor erzielen zu wollen, das fehlt bei den Bremern noch. Es fehlt noch. Wenn mal Abschlüsse zustande kommen, sind das überwiegend, nicht ausschließlich, sondern überwiegend Zufallsprodukte. Freistoß jetzt für den HSV. Warum, weiß ich auch nicht. Kommt rein. Bremen klärt das. Felix Groß. Da ist Junusovic. Ah, oh, da wäre viel Platz gewesen für Miralasch. Aber Junusovic bringt den Ball nicht von A nach B.
Also der steht heute gewissermaßen neben sich. Das, ja, klappt bisher noch nicht so wirklich. Vestergaard, auch er kommt da nicht an den Ball. Der lange Ball nach vorne. Ne, geht ins Aus, gibt Abschuss. Also, 78 Minuten sind rum. Also die Bremer müssen mal ein bisschen auf die Uhr jetzt achten. Viel Zeit bleibt ihnen hier nicht mehr. Miralasch über die rechte Seite. Der Ball war aber abgefälscht. Nochmal Eckball für Werder. Kommt nochmal so eine Euphorie zustande. Nochmal so eine Schlussoffensive bei den Bremern. Wir können Arons vielleicht nochmal bringen. Miralasch haben wir nämlich gerade gesehen, die Ausdauer, ja, macht ihm da leider gerade einen Strich durch die Rechnung. Es waren 80 harte Minuten. Viel versucht, leider ist nicht so viel geglückt. Also Arons jetzt nochmal in der Partie. Junusovic mit dem Eckball. Bringt er irgendwas? Nee, wird geklärt. Da ist jetzt Fokier. Wo bietet sich mal einer an? Fokier. Ach, und der landet natürlich beim Gegner. HSV rührt jetzt Beton an. Aber man kommt natürlich auch manchmal noch zu Befreiungsschlägen wie diesen. Aber natürlich, das sollen jetzt keine Offensivschläge mehr sein, sondern das soll einfach nur für Entlastung für die Defensive sorgen. Bisher klappt das ganz gut. Der Plan der Hamburger, der geht hier auf. Also, sie stehen hier aktuell als glorreiche triumphierende Macht da und würden aktuell auch weiterkommen. Das ist natürlich ein Trauma der Bremer. Wenn wir jetzt mal überlegen, letztes Jahr gegen den HSV im Pokal rausgeflogen, Schiplock verliert den Ball. Fokier irgendwie nach vorne. Arons kam jetzt erst frisch eingewechselt und dann sofort der Ballverlust. Sakai hat den Seitenwechsel. Santiago Garcia mit Galvez. Garcia verliert den Ball. Die Flanke, Schiplock! Macht's nicht klar! Kann den Sack zumachen, aber da geht ihm vielleicht ein bisschen zu sehr die Pumpe. Alles super gemacht. Mitnahme mit der Hacke. Aber beim Abschluss Abzüge in der B-Note. 4 Minuten gibt's oben drauf. 4 Minuten. Nochmal Zeit für Werder, hier was auszurichten. Öztunali. Ah, und dann wieder so ein Fehlpass. Also, ich denke mal, diese Szene hat gerade genau gezeigt, woran das heute gescheitert ist. Also, nach vorne ging bei den Bremern alles in allem einfach viel zu wenig. Das war zu schwach heute. Das war zu schwach. Die sonst so innovative und super Offensive hat heute 94 Minuten lang nicht funktioniert. Aber vielleicht ja jetzt. Arons, wo ist deiner Limite? Origin ist nicht drin. Und das war's. Der SV Werder Bremen verliert gegen den Hamburger Sportverein und ist raus aus dem DFB-Pokal. Aus der Traum in Runde 2. Und das ist richtig, richtig bitter. 50-50 Ballbesitz, im Endeffekt mehr Schüsse. Das war trotzdem nicht zwingend genug von den Bremern. Das war nicht kreativ genug. Ja, und die Torchancen, die Qualität der Torchancen, das war heute der große Unterschied. Ach Mann, ja gut, aber Bremen nicht die einzigen Favoriten, die rausgeflogen sind. Schalke ist raus, Dortmund ist raus. Naja, Darmstadt schlägt Wolfsburg 3-0. Na, herzlichen Glühstrumpf. Eieiei, was war das denn für eine Partie, ey? Mann. Also fest steht, wir müssen das dann beim nächsten Mal besser machen. Ich meine, das nächste Spiel ist dann wieder Europa League. Gucken wir mal. Ja, genau, also Europa League gegen Belenenses. Da muss es besser werden. Zwingend. Und ich bin mal gespannt, ob uns das gelingt. Bremen braucht eine Antwort. Der DFB-Pokal ist Geschichte. Liga und Europa League, die leben noch. Mal gucken, inwiefern uns da nochmal was gelingt. Ich bedanke mich für heute dann erstmal recht herzlich fürs Zusehen. Ich würde sagen, dabei belassen wir es, Mädels. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.